Also, Verpackung habe ich euch ja schon gezeigt. Wir können uns die aber nochmal genauer angucken von den Oblaco Steinköpfen. Hier ist einmal der Pfanne, oben Oblaco. Und das hier ist vielleicht noch ganz interessant, dass wir da einmal genauer hingucken. Ich weiß nicht, was die Höhe und was die Breite ist. Ich schätze mal, er ist 7,3 cm hoch, 6,8 breit, wiegt 180 Gramm und hat ein Fassungsvermögen von 20 bis 25 Gramm. Gucken wir nochmal, wie das bei dem Meerloch ist. Ich glaube, das ist identisch, ne? Mhm. 7,3, 6,8, 180 Gramm und 20 bis 25 Gramm. Also von daher sollte eigentlich alles gleich sein. So, wir gucken uns mal als erstes hier den Classic an. Ich finde, die sehen sauschön aus. Also irgendwie, ich mag die Farbe, ich mag die Form, ich mag das Design. Sieht sehr, sehr cool aus, meiner Meinung nach. Sieht aus wie so ein Sandstein, würde ich sagen. Und so sieht das Depot aus. Und ich finde, das ist rein optisch das schönste Meerloch-Depot, das ich jemals gesehen habe. Ob diese Form irgendwas bewirken wird an der Funktion, keine Ahnung. Aber ich finde, es sieht saugeil gemacht aus. Und dasselbe Design haben wir halt auch nochmal hier unten am Stem vom Kopf. Innen haben wir wieder hier diese klassischen Rillen beim Oblaco, was auch sehr, sehr nice ist. Aber wir sehen eine Sache, die mich ein bisschen, weiß ich nicht, an dem Kopf zweifeln lässt. Der ist sehr, sehr dünn. Also wenn man sich hier mal den Stem unten anguckt, ich finde, da ist echt nicht viel Material. Aber gut, das Wichtigere ist auch, dass hier oben ordentlich Material ist. Gucken wir uns nochmal den deutlich interessanteren von den beiden an. Und zwar den Funnel. Der ist aber relativ ähnlich aufgebaut tatsächlich. So sieht er aus. Also ich glaube, von außen kann man die tatsächlich gar nicht unterscheiden, oder? Ist einfach komplett gleich. Also da wüsste ich jetzt nicht, was davon, abgesehen davon, dass mein Finger aus dem Funnel noch rausguckt, wüsste ich jetzt nicht, welcher von den beiden der Funnel ist und welcher der Meerlochkopf ist. Also von außen sind die gleich. Mich wundert es, dass die beide mit demselben Depot angeben, weil vom Depot her ist die Form gleich, aber der Funnel hat natürlich ein großes Funnelloch in der Mitte, verblüffenderweise. Aber weißt du, ansonsten sind die ja der gleich. Der Funnel ist tiefer. Aber auch nicht so viel, oder? Leicht. Weiß ich nicht. Die Meerlochköpfe sehen, also die Löcher in der Meerloch-Variante sehen ein bisschen kleiner aus, finde ich. Da bin ich mal gespannt, ob das dann auch gut funktionieren wird. Anna, willst du die magischen Worte sagen? Die magischen Worte, die ich immer von dir hören möchte, Anna. Köpfchen? Nee, fast. Es sind drei Worte, die jeder Mann von seinem Besuch im Studio hören möchte. Soll ich sie dir verraten? Hm? Alexa, Kohleanzünder an. Alexa, Shisha-Turbine an. Ich baue erstmal Köpfchen. Packen wir erstmal einen Kiwi-Smoothie rein. Depot finde ich eigentlich ganz cool, aber hätte für mich ein klein bisschen flacher sein können, um ehrlich zu sein. Wo ich sehr gespannt bin, ist, wie dieser komplett unglasierte Topf nach ein paar Köpfchen aussieht. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass der relativ fix, relativ scheiße aussieht. Das werden wir aber heute wohl nicht herausfinden können, wenn wir ihn hier zum ersten Mal rauchen. So, wir nehmen so viel Kiwi-Smoothie und dann packen wir uns da mal noch ein bisschen Ladibunch drauf. Ich glaube, das sollte so aber reichen, aber ich glaube, 20 bis 25 Gramm ist eigentlich schon eine sehr gute Aussage von Oblaco. Ich glaube wirklich, dass das hinkommt. Also wenn du den mit ein bisschen Kontakt rauchen willst, müssen da, glaube ich, wirklich 25 Gramm rein. Also ich sag mal so, Vollkontakt 25 Gramm, Noppenkontakt 23 Gramm, Abstand ja, so 20 Gramm, könnte schon hinkommen. Bau den erstmal Rand hoch. Für den ersten Test mir das immer am liebsten. Ja, man sieht halt jetzt schon, wie sich das natürlich verfärbt, der Ton von der Molasse des Tabaks. Und ich glaube, wenn sich das da einbrennt, sieht der Kopf nach, weiß ich nicht, aber nach einigen Köpfen wird das bestimmt nicht mehr so schön aussehen. Habe ich tatsächlich vorher gar nicht geguckt, aber ja, also sitzt nicht perfekt innen mit der Kante, aber passt auf jeden Fall drauf. Ich zeige euch das nochmal hier. Er passt ganz gut drauf, aber er sitzt auf jeden Fall nicht mit dieser Kante innen. Sollte aber trotzdem wunderbar funktionieren eigentlich. Und dann bauen wir noch der Anna den Meerloch. Oblaco mit Hogger Live Traube Minze und Blavo von Aeon. Wofür sind die Rillen im Kopf? Weiß ich nicht, ob die tatsächlich eine Funktion haben oder ob das einfach nur Optik ist. Also theoretisch hast du mehr Auflagefläche und wenn der Tabak wirklich diese Auflagefläche berührt, könnte man sagen, dass der Tabak besser die Hitze vom Kopf annehmen kann. Ob diese minimalen Rillen hier irgendeine Auswirkung haben, weiß ich nicht. Würde ich mal anzweifeln. Und so sieht das Ganze aus. Wirklich schön fluffig gelassen, damit er auch wirklich noch Durchzug am Start ist. Bitte sehr. Sieht aus wie ein Solaris oder findest du nicht? Ich finde, es gibt Köpfe, die sehen deutlich mehr nach dem Solaris aus als der jetzt. Der war aber schon am Start, du. Durchzug ist sehr geil bei mir, muss ich sagen. Bei mir auch. Ja? Top, ja. Okay, geil. Also hat das mit dem fluffig bauen ohne Sieb auf jeden Fall schon mal probiert. Probiert. Funktioniert. Funktioniert. Also generell, Steinfunnel sind eigentlich nur Funnel,
da, wo noch irgendwo ein Gemisch mit drin ist. Das heißt, es ist nicht nur komplett normaler Ton, sondern da ist noch irgendeine Art Steingranulat mit dabei. Manchmal ist auch einfach Schamott dabei, was übrigens auch nur nochmal gebrannter Ton, der dann wieder granuliert wird und wieder in das Tongemisch mit reinkommt. Mehr ist es nicht. Und von daher weiß ich nicht, wie viel da wirklich jetzt Stone-mäßig ist. Ich würde mich auch nicht drauf verlassen, dass der nicht blutet oder so. Ich glaube nicht, dass der anders gebrannt wird als ein normaler Oblako. Und solange Köpfe nicht ultra heiß gebrannt werden, also so über 1200, 1300 Grad, wird so ziemlich jeder Kopf irgendwann anfangen können zu bluten, außer er ist wirklich absolut hervorragend glasiert. Was bei dem Oblako Stone halt gar nicht der Fall ist. Also er ist ja komplett unglazed. Findest du die Performance von Merloch bis jetzt? Bin bis jetzt eigentlich ganz happy. Also irgendwann wurde es zu heiß, dann habe ich die dritte Kohle runter und dann war es 10 Minuten immer noch zu heiß. Also scheint die Hitze ganz gut zu speichern. Mhm. Bin ganz zufrieden. Panel bis jetzt auch mega gut. Durchzug ist hervorragend. Ich habe ja ungefähr randhoch gebaut, also ich habe schon gut Kontakt. Aber Durchzug ist trotzdem hervorragend und Performance auch sehr gut. Geschmack kommt gut durch. Bis jetzt kein Bluten, aber gut, das ist ja auch der erste Kopf. Ja, wunderbar. Abschließendes Fazit, Oblako Stone. Gut. Gut. Nee, also ich ist ein guter Kopf. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er mir irgendeinen geisteskranken Mehrwert bietet im Vergleich zu anderen guten Köpfen. Ich finde ihn aber schön. Ich finde die Form sehr, sehr cool. Ich finde die Farbe sehr geil. Und die Performance ist absolut in Ordnung. Also ich habe weder Drücken, noch Kratzen, noch Durchzugsprobleme, noch sonst irgendwas. Von daher bis jetzt ziemlich geiler erster Eindruck. Also wenn man sich eh einen Funnel kaufen möchte, kann man das machen. Braucht man jetzt unbedingt den Oblako Stone, wenn man schon, weiß ich nicht, einen Oblako oder einen Haifen oder einen Vandenberg oder irgendeinen anderen guten Kopf hat? Nee, das ist eher ein Wollen. Und ob ihr den wollt, das müsst ihr selber wissen. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Köpfchen. Ich bereue es nicht, mit den geholt zu haben. Ja. Und Anna ist auch absolut begeistert. Nee, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich hatte keinerlei Probleme jetzt. Wunderbar. Top.